Also, Gesamtkapitalrentabilität, zunächst einmal die Formel, Bruchstrich mal 100, wie immer. Die Bezugsgröße wandert in den Nenner, im Nenner steht Gesamtkapital, im Zähler steht die Erfolgsgröße, Jahresüberschuss durch Gesamtkapital. So weit, so gut. Und jetzt kommt etwas hinzu im Zähler. Also, im Zähler steht Jahresüberschuss plus. Plus. Nenner, Bezugsgröße ganz normal. Bruchstrich mal 100, wie immer ganz normal. Schauen Sie immer nur auf die Veränderung. Ist viel leichter, wenn Sie einfach nur schauen, was ändert sich. Bei der Gesamtkapitalrentabilität steht im Zähler ein Plus, bei keiner anderen Rentabilitätskennzahl steht im Zähler ein Plus. Das heißt, normalerweise stehen im Zähler oder steht im Zähler immer nur eine Zahl. Hier stehen ausnahmsweise zwei Zahlen. Das ist nur hier der Fall. Und zwar plus Fremdkapitalzinsen. Jahresüberschuss plus Fremdkapitalzinsen im Zähler. Warum? Nun, im Nenner steht das gesamte Kapital. Das Gesamtkapital oder gesamte Kapital ist Eigenkapital plus Fremdkapital. Im Zähler steht der Jahresüberschuss. Der Jahresüberschuss wiederum ist aber eine Restgröße aus Ertrag minus Aufwand. Ertrag minus, 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 minus. Einer dieser Minusposten waren die Fremdkapitalzinsen. Die haben wir abgezogen. Jetzt steht das Fremdkapital da unten im Nenner und heult und sagt, ich habe doch auch was gemacht. Ich habe doch die Fremdkapitalzinsen erwirtschaftet. Und deswegen addieren wir sie wieder hinzu. Denn wir berechnen die Rentabilität des gesamten Kapitals, nicht des gesamten Unternehmens, sondern des gesamten Kapitals, also auch die Rentabilität des Fremdkapitals. Das sind die Fremdkapitalzinsen. Die haben wir beim Jahresüberschuss ursprünglich mal abgezogen. Sie sind also raus und jetzt rechnen wir sie wieder rein. Plus Fremdkapitalzinsen. Das ist sozusagen die Rentabilität des Fremdkapitals, das ja im Nenner mitsteht. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.